Die Paul-Sorge-Straße in Niendorf. Hier reiht sich ein Familienhaus an das andere. Die Bebauungspläne für den Bereich zwischen dem Philo-Weg und dem Graf-Anton-Weg sind derzeit rund 50 Jahre alt und sollen angepasst werden. Für künftige Bauprojekte kommen hier Einfamilienhäuser nicht mehr in Frage. Die Bebauung ist massiv anders, gerade im Bereich der Paul-Sorge-Straße zum Beispiel sollen geschlossene Bauweisen entstehen. Das heißt letztendlich, ganz hart formuliert, es soll abgerissen werden und komplett neu, fünfgeschossig, ohne Lücken dazwischen. Und das ist natürlich eine deutliche Veränderung für den Stadtteil. Dabei fühlen sich die Anwohnenden übergangen. Denn für das kleinere Baufeld N93 zwischen der Joachim-Mehl-Straße und dem Graf-Anton-Weg ist die Planung bereits verabschiedet worden. Über 90 Anmerkungen der Niendorferinnen und Niendorfer wurden nicht berücksichtigt. Sie fordern eine Wiedereröffnung des Verfahrens, auch mit Blick auf das größere Gebiet N95. Wir sind überhaupt nicht gegen Wohnungsneubau. Wir brauchen Wohnungen in Hamburg. Aber die Frage ist ja, wie. Und die Kritik ist eben, dass es doch sehr, sehr stark und massiv ist. Und vor allen Dingen Dinge auch nicht berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Entwässerung oder zum Beispiel Starkregen, Klima generell, bis hin zu Verbreiterung und Versiegelung von Flächen. Denn durch den Bau neuer und breiterer Gehwege würden nicht nur Grundstücke verkleinert, sondern auch wichtige Entwässerungsgräben wegfallen. Auch abseits der Paul-Sorge-Straße sorgen die Pläne für Ärger. Durch die Weiterführung des grünen Rings sollen hier Gebäude weichen, um eine breitere Parkanlage zu ermöglichen. Um die Politik mit ins Gespräch zu holen, findet am 24. April eine Gesprächsrunde statt. Ja, wir verlangen ja immer den Dialog und wenn der Dialog nicht so angeboten wird, wie wir uns das vorstellen, haben wir gesagt, dann laden wir ein zum Dialog. Das haben wir jetzt gemacht und haben dort die entscheidenden Politiker aus der Bezirksversammlung eingeladen, die auch alle zugesagt haben, die Fraktionsvorsitzenden von den bekannten Parteien, und werden dort dann einfach eine offene Diskussion führen in der Stadtteilschule Niendorf. In der Aula, und da ist jeder recht herzlich willkommen. Bis etwas geschieht, vergehen ohnehin Jahrzehnte. Noch wohnen die Niendorferinnen und Niendorfer in ihren Häusern. Doch neu gebaut werden könnte hier künftig nur, wenn die Pläne der Stadt eingehalten werden. Eine Bebauung wie beispielsweise an der Hohe Luftchaussee will man in Niendorf jedoch auch in den kommenden Jahrzehnten verhindern.